Heute backen wir Krapfen. Diese schmecken wunderbar zu Silvester und Karneval und dürfen einfach nicht fehlen. Zunächst setzen wir den Hefeteig an. Dazu nehmen wir ein Stück frische Hefe und zerbröseln es in eine Schale. Ein Teelöffel Zucker kommt zu der zerbröselten Hefe. Etwas lauwarme Milch kommt auch noch zu dem Zucker- und Hefegemisch. Jetzt rühren wir um. Wir rühren so lange, bis alles flüssig ist. Jetzt lassen wir die Hefe gehen. Das dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten. Nach 8 Minuten sieht man schon einen Fortschritt des Teiges. 500 Gramm Weizenmehl haben wir schon in eine Schale getan. Und jetzt kommt noch ein Ei dazu. Die Hefe ist mittlerweile schon sehr aufgegangen. Jetzt geben wir noch zerlassene Butter zu dem Mehl mit dem Ei. Eine Prise Salz. Nun kommt schließlich die Hefe zu dem Mehl. Jetzt wird der Teig mit den Händen geknetet. Damit der Teig geschmeidig wird, kommt ab und zu noch etwas Milch dazu. Der fertig geknetete Teig wird etwas mit Milch beträufelt. Nun muss er wieder gehen und wird zugedeckt. Jetzt rollen wir den Teig aus. Decken wir nochmal für 2 Stunden mit einem Küchenhandtuch zu, damit sie aufgehen. Eine Stunde ist vorüber, wollen wir doch mal einen Blick riskieren. Oh ja, wir können sie schon ausbacken, die leckeren Krapfen. Jetzt kommen die schönen Krapfen in die Fritteuse. Bis sie goldbraun sind, aber nicht zu dunkel. Dann nehmen wir sie wieder raus, zwischendurch natürlich wenden. Oh, der hier ist schon fertig. Fertig zum Verzehren. Selbstgemachte Krapfen. Ungefüllt, Zubereitungszeit ungefähr 3 bis 4 Stunden. Ja, die schmecken natürlich super. Karneval, Silvester
Omas Backrezept.